Step up. Du Penner, du gehst mir jetzt gleich so auf den Senkel, ehrlich. Also du musst uns einholen, so wie wir uns bekriegen. Nein, ich bin falsch abgebogen. Nein! Entschuldigung. Ach so, der andere, oder? Scheiße. Oh, ist er ins Wasser gefallen? Oh, ich habe ihn aufgehalten. Du musst uns aufholen. Junge. Ja, ich bin doch selber gerade gegen den Baum gefahren. Mann, jetzt fahre ich auch noch so schnell in die Kurve. Das kann doch nicht sein. Pass mal auf, dass du lieber keinen Checkpoint verpasst. Nein, darum würde ich mir keine Angst machen. Ich fahre ja dauernd auf der Strecke jetzt. Also ich bin in New Orleans. Oh. Der andere kommt schon wieder. Der erste ist, sagen wir mal so. Jetzt bin ich Kilometer letzter. Voraus. Nein. Jetzt bin ich dritter. Was hast du jetzt wieder gemacht? Hä? Ich bin über die Schiene geflogen und dann gegen irgend so einen Busch. Also eigentlich ins Feld rein. Ich hab mich halt überschlagen. Alter, scheiße! Toll. Pass auf, wenn du auf die Autobahn fährst, dass du nicht auf die gegnerische Spur fährst, sonst kommst du nicht mehr rein. Okay. Ah, nur noch 1, yo, ich fahre gegen den Stempen. Toll. Wow. Was sind das eigentlich für scheiß Autobahnen, was die da haben? Da gibt es zwei abbiege Spuren hintereinander. Ich nehme natürlich die vordere. Ja, was sollen die Scheiße, im Ernst? Da baue ich schon so viel Unfälle mit dem anderen und du holst wieder nicht auf. Unglaublich. Ja, ich baue ja auch dauernd Unfälle. Ja, du kriegst das schon so hin, ehrlich. Ja, mei. Hauptsache, ich krieg die Kohle. Ja. Mein AMG kommt immer näher. So, ich drehe die jetzt mal ein bisschen. Das macht nämlich, glaube ich, auch ganz schön Spaß. Na, wie geht's? Haha. So, der nervt mich nicht mehr. Alter, du musst die aufholen. Wir stehen gerade alle nur noch rum. Tja. Da kann ich auch nichts machen. Schneller geht mein Auto auch nicht mehr. Außerdem hol ich doch gerade auf. Ja, ein bisschen. Leicht, ja. Also wohin? Ja, falsch abgebogen! Jawohl! Jetzt darf ich noch durchs Gebüsch durchfahren. Da gibt's doch gar kein Gebüsch. Wir sind in den Dingen, wir sind in Mangrovenwäldern. Ja, für mich ist es ein Gebüsch. Ach so. Was? Zum Teufel! Okay, ich muss abkürzen. Hier kann man ja ein bisschen abkürzen, hoffe ich. Ja, das geht ganz gut. Gut. Falsche Richtung. Sag mal, ich bin doch nicht behindert, oder? Ja, wenn du einen Checkpoint verpasst hast, dann fährst du in die falsche Richtung. Nein, ich habe keinen Checkpoint verpasst. Ich bin bloß von der Strecke. Ich biege immer nicht ab, weil ich die Strecken nie ab. Ja.
nie sehe. Dann fahre ich an der Brücke außen vorbei, weil ich nicht drauf gesprungen bin. Ja, schon mal was vom Kartenlesen gehört. Ja, schon was gehört, dass die Karte sau klein ist. Kannst sie auch größer machen. Ich hab sie schon auf groß. Aber da sieht man dann die Abbiegespur nicht mehr so gut. Ja. Wenigstens sieht man da, wo man abkürzen kann. Hier zum Beispiel. Und? Yeah, funktioniert. Nicht. Toll. Siehst du, das kommt raus, wenn man abkürzt. Was? Zweiter. Oh, wie schlimm. Ja, falsch abgebogen. Ah, egal. Ja. Ach, ich bin doch so ein Idiot. Hey! So ein komischer Alligator, ey. Haha, voll Idiot. Alter, ich hype die gerade so auf. Danke. Musst du ja, nicht. Du nutzt es nur nicht. Ich verkack's eh wieder. Wieso habe ich mir den Jeep eigentlich gekauft, ey? Frag ich mich auch. Wollte ich cool sein und Jeep fahren, oder was? Ja. Ich hab jetzt einen Jeep. Yeah. Alter, jetzt gehst du mir auch auf den Keks, du scheiß Oscar. Ich kann man nur Oscar heißen. Also nichts gegen die, alle Oscars da draußen. Nein, natürlich nicht. Solange ihr nicht Justin heißt. Ich schick dir nachher mein Bild. Ja. Das ist wieder typisch er. Wie er an meinem Haus vorbeigeht. Also alle mal bei Lifestyle and More vorbeischauen. Lifestyle and More TV, ja. Ja, genau. YouTube. Richtig lustig. Ja. Der Kerl hat Potenzial. Ja, da Mann. Kann kein Simon Desue oder wie sie alle heißen mithalten. Der neue Justin Bieber. Genau. Er heißt bloß Justin Jahn. Genau. Und hat ein paar psychische Probleme. Oh, voll gegen das die Bambelein. Das ist echt lustig. Komm schon, hol auf, Junge! Alter, jetzt gewinne ich wieder auf dich. Wo bist du denn? Irgendwo im Busch. Ja, das merke ich. Also schon auf der Straße, aber die führt ja durch den Busch. Und gegen den Baum. Alter, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Komm mal! Ach, scheiße! Haha, er hat auch einen Fehler gemacht. Boah, Mann, bin ich froh, wenn wir das Rennen haben, ey. Es gibt mehr schon auf den Senkel. Das merke ich. So wie du fährst, das hättest du schon 5 Bier hinten. Wer weiß. Nein, genau da geht die Ding los. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott sei Dank. Puh. Bam, das war die beste Abkürzung ever, ey. Einfach mal mit dem Sprung wieder perfekt auf die Strecke geflogen. Geht's Auto. Yeah. Ich sehe den vierten. Es wäre vielleicht besser, wenn du den dritten siehst. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, der ist nämlich 2,8 Kilometer vor dir.
Ungefähr bitte. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Wieso ungefähr? Der fährt direkt neben mir und du bist jetzt genau 3 Kilometer hinter mir. Hallo, ich hab gesagt ohne Gewehr. Ja. Ich hab gar kein Gewehr. Du Opfer. Ja, ich hätte schon eins, aber. Ja, kommt gleich die Polizei bei dir rum. Kein echtes. Eine Soft Air. Ach so. Nee, die sind bei mir schon alle kaputt. Ja. Die dürfte auch kaputt sein. Ich hab nur noch die Kugeln. Die Kugeln. Die Kugeln. Was? Ach, die Kugeln. Ich mein, der hat immer ins Essen rein, um ihn zu ärgern. Ja. Auf die Pizza, oder? Damit er denkt, das ist ja Mais oder so. Naja. Ja. Mal irgendwas essen mit einer Soße oder so. Hä, was ist jetzt denn? Nee. Ah, der ist ein Kartoffelstückchen. Total hart. Schmecken doch gut. Ja. Hey, Dinosaurier. Was laberst du? Ja, das wirst du dann schon noch sehen. Ja, ich bin ja gleich da. Bei mir läuft's gerade ziemlich. Ja, du holst auf. Ah, ja, es hat ihn überschlagen. Wen? Den dritten. Nummer? Oscar. Oscar. Scheiße, ich dachte, man muss die Ding fahren. Na, egal. Oscar überholt mich trotzdem nicht. Hey, wir sind in Dallas. Hui, Dinosaurier. Oh, ist er nicht schon wieder gedreht? Das sind ja ziemlich viele Dinosaurier. Oh, jetzt müsstest du den dritten gleich sehen. Echt, oder? Ja, das glaube ich eher mal nicht. Ja, gleich, wann? Kurz vorm Ende wahrscheinlich. Der ist immer noch 1,6 Sekunden entfernt. Kilometer. Sekunden, wäre schön. Oh, jetzt war ich auch noch auf der Zugstrecke, Mann. Oh, nicht vergessen, morgen kommen die neuen Folgen der Big Bang Theory. Ich hab gestern meinen bester Feind angeguckt. Ja, das war auch gut. Ja. Bis dass alle Männer Luschen waren und die Frauen die Besten waren. Die passt aber voll zu dem Porsche. Ja. Alter, wie sie alle das Zwinkern versaut haben. Ja. Das war doch endgleich. Ich hab's auch einmal geschafft. Gleich beim ersten Mal. Nur. Ich hab's immer geschafft. Ja, das ist ja schön für dich, aber meine Augen trocknen aber dann irgendwann aus. Ja, nee, du. Das gibt einen ganz einfachen Trick. Einfach die Augen weit aufmachen. So wie du gerade in den Fernseher reinschaust. Und die Augen unscharf stellen. Dann trocknen die nie aus. Ja, aber der andere Kerl ist ja immer noch rumgehüpft. Wahrscheinlich auch deswegen. Ja, und? Ich hab auch die ganze Zeit auf dem Fernseher gesagt. Ja. Ich meine, klar, die Aufregung und so, aber trotzdem. Spätestens hätte ich es da verkackt, wo man die Wasserflasche austrinken musste. Ah, das. Nee, das hätte ich nicht verkackt. Ey, die Zeit, die wäre mir bei 10 Minuten gewesen.
Die Zeit nach 10 Minuten hättest du wahrscheinlich gerade mal einen großen Schluck unten. Alter. Immer das Gleiche. Ich bin mir so sicher, dass Wally und Dani, wie sie das angeschaut haben, end an mich denken mussten. Ja. Alter, aber das mit dem Ding, mit dem Rennfahren. Hinten drauf, auf dem Auto. Das würde ich endgern machen. Alter, das wäre doch endgeil. Ja, ich weiß. Noch 3 Runden würde ich sagen. Nochmal 3 Runden, bitte. Ja, ein ganzes Rennen, bitte. Ah, komm, wenn ein Unfall passiert, macht nichts. Ich werde nur hinten zerquetscht. Ja, ich meine, war nur das falsche Auto, aber sonst... Boah, geil. Naja, so ein falsches Auto war es auch nicht. Ja, ich meine... Hallo? Wer fährt schon gern mit Zwiebelring? Was wärst denn du gerade? Ah, ein Chevrolet oder so. Na, keine Angst, ich habe mir ganz sicher kein Audi gekauft, den gibt's da zum Glück nicht mal. Stimmt. Da gibt's nur Qualität, so BMW. Lamborghini, Ferrari, ja. Ja. McLaren. Es gibt nicht mal Porsche. Ja, okay, Roof ist Das ist richtig scheiße. Roof, ja, Roof ist ein Porsche, nur weil sie die Lizenzrechte nicht haben. Ich finde es aber richtig behindert, dass da immer Roof und so kommt. Weil es gibt ja auch in Wirklichkeit diese Roofs. Ja, siehst du, die haben halt die Lizenzrechte von Audi nicht, dann dürfen sie Porsche auch nicht machen. Porsche gehört zu Audi. Ja. VW geht aber. Boah. Ich hab mir echt schon überlegt, ob ich mir nicht mal so ein Chevrolet kaufe, so ein Camaro, weißt du, und so. Ein richtig geiles amerikanisches Auto. Kauf dir auch ein Dodge Ram. Ja, ja, Mann, das wäre doch richtig cool. Oder so, ja. Wie heißt Ford da? Mustang. Ja, Ford Mustang, GT. Ja, wäre so. Ja. Wäre doch richtig geil. Ja. Wally hat gesagt, da kann man abkürzen. Ich probier's mal. Der Verbrauch ist einfach brutal bei den Autos. Ja, ja. Nee, ich hab mich ja schon für mein erstes Auto entschieden. Ja. Mini! Ist immer gut. Ja. Alter, wieso gehe ich jetzt wieder kaputt? Na, oh, ja, Gott sei Dank. Warte mal kurz, ich mach mal kurz mein Mikro kurz aus. Ja. Also bevor jetzt Patrick wieder was sagt, ihr müsst alle wissen, Patrick ist eine echte Niete. Der kann überhaupt nichts. Ihr seht ja, 1,3 Sekunden, 1,3 Kilometer hinter mir. Tue ich dich frei. Oh. Wups. Oh, willkommen bei den UFOs. Oh, ich hab ein Alien gesehen. Du kannst ja abkürzen da, wo du gerade bist. Nur mal so nebenbei.
Hast gehört? Du kannst abkürzen. Ja, ja. Ja, wir sind erst bei der Hälfte des Rennens. Was redest du? Mein Checkpoint 32 war die Hälfte. Ich bin jetzt bei 38. Ja, stimmt. UFO? Ja, in Roswell. Wurden ja schon mal UFOs gesichtet. Naja. Bei meiner Oma auch. Meine Oma ist ein Alien, ja? Ja. So, jetzt erklärst du mir mal, was ist ein Tweepedog? What? Ein was? Tweepedog. Tweepedog? Tweepedog. Irgendwas Holländisches. Ein Elefant. Ein holländischer Elefant, nicht? Nee, erfunden von Sheldon Cooper. Ah. Oh, jetzt kommt Oscar wieder angerast. Piss dich! So, jetzt beholt ihr mich wieder! Piss dich doch jetzt mal! Alter, das ist mein Platz da vorne! Nein! Nein! Piss dich! Scheiß Ashley. Bei welchem Checkpoint bist du? Bei 40. Okay. Die sich alle aufmucken davon, ehrlich. Ach, weißt du, was ich jetzt mal mach? Hä? Ich warte jetzt auf dich. Nein, hau ab. Doch. Also, meine Damen und Herren, die Sendung verspätet sich leider um weitere 5 Minuten. Bei meiner Abkürzung gerade schon, ja. Ja, dabei kann ich einen Part dabei resetten. Ja, yeah, bleibt aber immer noch. Ja, okay. Interessant. Ich fahr dir mal entgegen. Genau. Damit da mal wieder ein bisschen Spannung ins Rennen reinkommt. Oh, scheiße, jetzt kommt ihr schon. Scheiße, ich wollte ihn drehen. Nein! Jetzt werde ich gleich wieder von allen dreien geschnupft. Ah, unglaublich. Alter, was da für eine Gang auf mich zukommt. Und du mit deinem Jeep. Der passt aber gar nicht in die Reihe rein. Und er schlägt sich...
Thank you.